Ein traumhafter Park am Ufer des Comer Sees, ein beeindruckendes Grand Hotel und eine Auswahl von 51 Traumklassikern, das ist die Mischung, die den Concorso d'Eleganza an der Villa d'Este jedes Jahr für Automobilenthusiasten aus der ganzen Welt zu einem der attraktivsten Oldtimer-Events überhaupt macht. Ein exklusives Wochenende, das vor Jahren durch die BMW Group wieder ins Leben gerufen wurde. An dem Ort, an dem die Automobile Schönheitsshow 1929 stattgefunden hatte. In diesem Jahr stand der Concorso d'Eleganza unter dem Motto »In 80 Tagen um die Welt«. Eine Reise durch die Epochen voller Rekorde. Denn im Jahr 1973, in dem Jules Verne das Buch geschrieben hatte, wurde die Villa d'Este als Grand Hotel eröffnet. Nur wenige Jahre später begann die Geschichte des Automobils und immer mehr Abenteurer umrundeten die Welt mit ihren Fahrzeugen, die sich als rollende Kunstwerke gegenseitig überboten. Am Samstag des letzten Wochenendes im Mai fand der eigentliche Höhepunkt der Veranstaltung statt. Die Präsentation der hochklassigen Fahrzeuge im Park der Villa d'Este, wie auch schon vor 88 Jahren. Das Highlight des Concorso d'Eleganza ist die Präsentationsfahrt über die Terrasse des Grand Hotels, vorbei an den Gästen, die in Champagnerlaune die Schönheiten bestaunen. In 9 Klassen traten die Oldtimer zum Schönheitswettbewerb um den begehrten Coppa d'Oro an. Unter den aufgestellten Fahrzeugen befanden sich einige echte Raritäten. Echte Einzelstücke, wie das Astra Coupé, das 1952 von dem US-amerikanischen Custom Car Designer Jay Everett gebaut wurde. Everett war gerade einmal 24 Jahre alt, als er das Fahrzeug gestaltete. Dieses Fahrzeug ist ein absolutes Einzelstück und besticht durch die sehr klare und fortschrittliche Formgebung, die für die 50er Jahre stand. Um die tief nach vorne verlaufende Front zu ermöglichen, wurde der Kühler für den Oldsmobile V8 in das Heck des Fahrzeugs versetzt. Aufgebaut ist das Astra Coupé auf einem Gitterrohrrahmen mit einer Aluminiumhaut. Ein weiteres Einzelstück präsentierte sich in der Klasse Little Toys for Big Boys, der Alfa Romeo Giulietta SS Prototypo. Das Design ist eine ungewöhnlich langgezogene Karosserie mit einer stark abgeschrägten Frontpartie, der niedrigen Dachlinie und dem fließend gezogenen Heck. Der Prototyp unterscheidet sich deutlich von den späteren Serienmodellen. Die Front kippt stark nach unten, was ihn den Spitznamen Crocknose einbrachte. Nach der Präsentation auf dem Turiner Automobilsalon 1957 verschwand das Fahrzeug erst einmal für fast 60 Jahre. Nun zeigte der italienische Sammler einzigartiger Prototypen Corrado Lopresto den Prototypen von 1957 auf dem Concorso d'Eleganza 2017 und holte sich den Preis Best of Show, den Jurypreis. Super happy to receive this prize, as it's the first time we received the prize from the jury. We've won 4 Gold Cups in 17 years, but never this prize. Den begehrten Publikumspreis Coppa d'Oro gewann ebenfalls ein echtes Unikat, Del Rurani Nippio von 1935. Gebaut wurde dieser einsitzige Rennwagen mit gerade einmal 495 Kubik von Giovanni Lorani Cernucci, dem 7. Graf von Calvenzano. Er konstruierte diesen kleinen 48 PS starken Rennwagen, mit dem er fast 160 Rennen, darunter auch die Mille Miglia mit 3 Klassensiegen, fuhr. Der Preis wurde von Luranis Enkel Federico Götze-Bebert entgegengenommen. Das Fahrzeug ist bereits in dritter Generation im Familienbesitz. Für viel Diskussionsstoff sorgte das Maserati A6G 2000 Grand Sport Coupé mit früher Karosserie, das vor einigen Jahren bei der Auktion der Bayon-Sammlung versteigert wurde. Der Scheunenfund wurde von einem Besitzer in den USA technisch komplett überholt, aber die Patina des Fahrzeugs so weit wie möglich erhalten. Ganz im Sinne der Originalität. Seit seiner Wiederbelebung ist der Besitzer Jonathan Siegel bereits 3000 Kilometer mit dem Fahrzeug gefahren. Leider wollte der Maserati gerade zur Präsentation über die Terrasse des Hotels nicht anspringen und so musste am Publikum vorbei geschoben werden. Ältestes Fahrzeug im Feld war der Lancia 12 HP Typo 51 Alpha, Baujahr 1908, aus der Kollektion des italienischen Sammlers Corrado Lopresto. Es ist das älteste existierende Lancia-Modell.
Manchmal lohnt es sich gerade bei den Vorkriegsfahrzeugen auch ein Blick in das Innere der Automobile. Wie zum Beispiel bei dem 1926er Rolls-Royce Phantom One Brougham Deville, in dessen Landau-Lefort eine echte Überraschung schlummerte. Das Interieur ist der Überlieferung nach einer Sänfte von Marie Antoinette nachempfunden. Es wirkt wie ein kleines Rokokozimmer. Diesen Luxus ließ sich einst Clarence Gass, ein Finanzdirektor des Woolworth-Konzerns in London, für seine Frau anfertigen. Der Jurypreis für das schönste Interieur ging allerdings an den Besitzer des Tatra C30 von 1933. The Tatra 77. In der Klasse Goodbye Jazz Hello Radio, Full Speed into the 1930s, standen zwei große Cabriolets der deutschen Vorkriegsgeschichte in Konkurrenz. Zum einen das 1937 in Berlin auf der Automobilausstellung vorgestellte Horch 853A Sport Cabriolet mit 5 Litern Hubraum und 120 PS und gleich gegenüber der große Mercedes mit 7,7 Litern Hubraum. Es war das größte Repräsentationsfahrzeug seiner Zeit. Gewonnen hatte allerdings in der Klasse der Alfa Romeo 6C 1750 Gran Turismo von 1932 mit einer Sonderkarosserie von Castagna. In der Klasse Speed Demons, Endurance Pioneers of the Golden Age, präsentierten sich beeindruckende Rennen und Rekordwagen. Regelrecht brachial wirkte Bentley 4,5 Liter mit seiner langgezogenen Stromlinienkarosserie, der einst von Sir Henry Ralph Stanley Birkin bei einem Rundenrekord in den Brooklands gesteuert wurde. Birkin erreichte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 222,03 km pro Stunde. Auch der Verbrauch erwies sich als Rekord, denn dieser lag bei fast 100 Litern auf 100 Kilometer. Im September 1921 siegte der französische Baillot 3-8 LC beim allerersten italienischen Grand Prix. Für die italienische Nation eine bittere Niederlage. Hoffte man doch damals auf einen erfolgreichen Sieg einer italienischen Marke. Doch auch bei den 500-Meilen-Rennen in Indianapolis zeigte sich der Baillot sehr erfolgreich und belegte 1920 den 7. und 1922 den 3. Rang. 1923 kam der Baillot nach England und wurde dort von Malcolm Campbell und Jack Dunphy pilotiert. Next up, ladies and gentlemen. Ein Rekordfahrzeug aus der gleichen Epoche ist der Abarth 1000 Balbero Rekord von 1960, mit dem im gleichen Jahr mehrere Geschwindigkeitsrekorde bei einer Rekordfahrt auf dem Monza Autodrom eingefahren wurden. Darunter auch der Rekord in der Klasse 1,1 Liter bei der 10.000 Kilometer Fahrt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 191,376 Kilometern pro Stunde. Pure Eleganz vermittelte Simson G72 Coupé von 1971 mit einer Saucik-Karosserie. Im Gegensatz zu früheren Saucik-Karosserien ist die Simson-Karosserie eher verhalten gestaltet, aber dennoch sehr formschön und elegant. Luxuriöse Eleganz vertritt der Lagonda Rapid von 1962. Dagegen futuristisch wirkt der Fiat 8V Supersonic von 1953 mit einem Blechkleid von Bier. Zum 70. Geburtstag von Ferrari durften natürlich auch die entsprechenden Exponate nicht fehlen. Darunter das Einzelstück Ferrari 250 Europa GT Speziale von 1955 mit Pininfarina Sonderkarosserie. Dieser Ferrari wurde genau einmal gebaut. Er besticht durch einige besondere Merkmale, wie den elliptischen Kühlereinlass mit dem kreisförmig umrahmten Ferrari-Pferd, zwei Scheibenwischer an der Heckscheibe und dem ausgefallenen Armaturenbrett. Der Ferrari 250 GT California Spider zählt zu den teuersten Fahrzeugen auf dem Markt. Zum Concorso d'Eleganza 2017 brachte der US-amerikanische Besitzer den Prototypen des California Spiders aus dem Jahr 1957. Yeah, coming.
Laut und besonders beeindruckend präsentierte sich der Ferrari 365 GTB-4 Competizione, der sich in Daytona als besonders erfolgreich bewies. Ebenfalls pure Renngene besitzt der Ferrari 250 GT Berlinetta Short Wheelbase Competizione von 1960, mit dem 1961 bis 1963 die Tour de France bestritten und bei der letzten Teilnahme der vierte Platz eingefahren wurde. Rund ein Drittel aller zugelassenen Fahrzeuge kamen in diesem Jahr aus Übersee, wie Australien, Argentinien und den USA. Aus den USA kam der bei Stabilimento Farina von Pietro Frua gezeichnete Fiat 1100 Bacchetta. Dieses Fahrzeug feierte ein Jubiläum, denn es wurde genau vor 70 Jahren schon einmal beim Concorso d'Eleganza im Jahr 1947 gezeigt. Am Sonntag ist Publikumstag und die kostbaren Karosserien sind im Park der Villa Erba zu sehen. In der Rotunde stellte BMW neben einigen Luxuslimousinen aus der Historie BMWs das neue Concept Car des BMW 8 vor.